So, hier nochmal jetzt ein kurzes Video. Wir wissen, wir sind uns noch nicht sicher, ob diese Lösung alles komplett beseitigt, aber dann haben wir, wie gesagt, erstmal diese Lösung hier und die ist notgedrungen, was weiß ich. Probiert's aus und wenn ihr Glück habt, dann ist es wirklich die Lösung, die ihr braucht. Also ich pack den Link hierzu in die Beschreibung. Das ist, findet ihr auf chip.de, Malwarebytes Anti-Malware. Also das ist ein Scanner, der direkt nach dieser Malware und dem ganzen Rotz sucht. Und ja, tut er. Ja, also wenn ihr das dann runtergeladen habt, ich habe das schon runtergeladen, dann öffnet ihr das, installiert das. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Das mache ich jetzt mal mit euch zusammen. Wenn es dann mal startet, bitte. Bei mir kackt nämlich gerade irgendwie alles ab. Es ist Steam abgekackt, es ist Hypercam 3 abgekackt, es ist alles Mögliche, was weiß ich. Ja, weiter, weiter. Installier es halt dahin, ist mir scheißegal. Ja, da auch. Weiter, Desktop-Symbol erstellen, installieren. Gut. So, fertigstellen, aktivieren. Nein. Ja, gut. Aktualisieren Malware. Malware starten, okay. So, jetzt haben wir diesen Scanner hier. Ich hoffe mal, dass er bei mir nichts findet, weil ich hab den Scheiß nicht. Und, ja, warte mal. Was gehen jetzt? Irgendwie. Achso, verbinde mit Server, okay. Ich werde mal hier eben noch das Hypercam abbrechen. Irgendwie versuchen zu beenden, das Hypercam 3. Ja, komm, das beenden. Prozesse haben wir hier irgendwo. Prozesse von dem Hypercam 3. Wenn ich wüsste, wie es heißt, gell. So, der macht jetzt hier ein Update dieses Malware-Bytes. Okay, gut. Das ist gut, dass der das Update macht, weil dann haben wir auch gleich den aktuellen Scheiß. Der dann vielleicht auch schon für diese Viren aktuell ist, falls die Leute von diesem Malware-Zeug da direkt dahinter sitzen und sich da kümmern, dass das funktioniert. Also, Hypercam funktioniert nicht mehr, ein Programm schließen kann, fick dich. Also. Ja, ich, wünsche euch dann hier gleich mit dem Zeug nochmal viel Glück, weil diese Rotze, die da jetzt rumgeht, das ist echt. Ich weiß nicht, wer auf so eine Idee kommt, so eine scheiß Viren in Umlauf zu setzen. Ja, also gut. Was, Video Deluxe ist auch abgestürzt. Es stürzt nur alles noch ab. Der ganze PC stürzt bei mir gerade ab. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auch irgend so eine Scheiße drauf habe. So, machen wir mal einen vollständigen Scan. Scan. Ja, alle Laufwerke. Suchlauf. Genau, der läuft jetzt durch. Und ja, wenn er was findet, dann solltet ihr die natürlich entfernen lassen. Ich werde da jetzt erstmal hier einen kurzen Schnitt machen und dann zeige ich euch nochmal am Ende, wenn er fertig gescannt hat. So, also hier ist jetzt nochmal die kleine Ergänzung. Bei mir ist er noch nicht fertig mit Scannen. Allerdings habe ich jetzt erfahren, also beziehungsweise wir haben das jetzt getestet mit zwei Leuten. Ja, die haben diesen Scanner hier gehabt und haben den durchlaufen lassen und haben dort ein paar infizierte Dateien, 3 bis 5 Dateien gefunden und haben diese dann durch den Scanner entfernen lassen und somit haben sie jetzt seit einer Stunde diesen Virenlink nicht mehr gesendet. Jetzt habe ich gerade, nee, gut, ist nicht der Link. Ja, also ihr ladet euch den Scheiß erstmal runter. Das ist jetzt erstmal eine provisorische Lösung. Vielleicht hilft es ja wirklich, vielleicht hilft es nur übergangsweise, wir wissen es nicht. Ja, viel Glück noch und wir sehen uns vielleicht morgen nochmal wieder.